Astraya wurde relativ neu gegründet im Dezember 2011. Ich selber bin eine der Mitgründerinnen und sitze auch im Vorstand ehrenamtlich der Organisation. Astraya, der Name der Organisation, kommt von der griechischen Göttin der Gerechtigkeit und das ist der Kern unserer Arbeit. Wir glauben, dass Mädchen weltweit immer noch, nach 45 Jahren nach der UN-Menschenrechtskonvention, immer noch benachteiligt sind gegenüber Jungen. Das beginnt beim Zugang zur Bildung, das beginnt bei Zugang zu medizinischer Versorgung und so weiter. Und wir wollen dazu beitragen, dass hier mehr Gerechtigkeit entsteht. Und wir haben drei Schwerpunktthemen, in denen wir uns engagieren. Das eine ist das Thema Bildung. Warum Bildung? Weil wir glauben, dass Bildung der größte Schlüssel gegen Armut ist. Und wenn man sich die Armutsstatistiken auf der Welt, die traurigen Statistiken anguckt, dann sieht man, 3/4 aller Armen weltweit sind Frauen. Und das hat einen guten Grund, weil Frauen oftmals eben der Zugang zur Schule verwehrt wird. Lesen und Schreiben zu lernen ist oftmals ein Privileg von Jungen, insbesondere wenn die Familie mehr als ein Kind hat. Also zum Beispiel Jungen und Mädchen, dann wird nur der Junge zur Schule geschickt. Das ist der erste Punkt, in dem wir uns engagieren. Bildung. Der zweite ist das Thema Schutz. Viele Mädchen haben nach wie vor das Problem mit Übergriffen, ob sexueller Art oder körperlicher Art. Also Aufbau von Schutzprojekten, wie zum Beispiel in Afghanistan der Aufbau eines Frauenhauses, sind für uns wichtige Themen. Und das dritte Thema neben Bildung und Schutz ist das Thema Gesundheit. Das beginnt bei so einem fürchterlichen Thema wie Beschneidung, aber auch gesundheitliche und medizinische Versorgung direkt nach der Geburt. Wir wissen auch leider aus Statistiken, aus traurigen, zum Beispiel aus UN-Berichten, dass die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen, bei Mädchen immer noch um ein Vielfaches höher ist als bei Jungen. Warum? Zum Beispiel in China, weil sie eben nicht die gleiche ärztliche Versorgung während der Schwangerschaft bekommen. Also Bildung, Gesundheit und Schutz, das sind aus unserer Sicht drei wesentliche Elemente, um dazu beizutragen, dass Mädchen eine Chance auf eine bessere Zukunft haben. Der 11. Oktober hat für uns eine lange Tradition, weil wir haben bei einem Female Leaders Meeting in Berlin Unterschriften gesammelt, damit die UN für den 11. Oktober als Weltmädchentag votiert. Das ist dann auch passiert, Monate später, was uns sehr glücklich gemacht hat. Und insofern ist es für uns ein großer Tag zu feiern. Einmal, weil es gezeigt hat, dass wenn man sich engagiert, manchmal auch etwas passiert, dass der Staat oder in dem Fall die Vereinten Nationen eben auch zuhören. Das ist ein Grund zu feiern. Der zweite Grund ist, wir gehen am 11. Oktober mit der Stiftung in die Öffentlichkeit. Wir haben hier in Berlin ein Female Leaders Lunch, wo wir Frauen aus der Politik, aber auch aus der Wirtschaft, aus Kunst und Kultur einladen, gemeinsam mit uns erstens die Aktivitäten der Stiftung kennenzulernen, aber auch im Schulterschluss. Sie müssen sich Astraya wie eine Allianz von starken Frauen vorstellen. Das ist unser Anspruch. Wir wollen starke Frauen zusammenbringen in einen Schulterschluss, in eine Allianz, damit sie sich für die Female Leader von morgen einsetzen. Für die Mädchen, die eben weltweit Benachteiligung erfahren. Und das startet für uns am 11. Oktober mit einem Lunch in Berlin-Mitte und geht abends mit einem Ambassadors-Dinner der Botschaft weiter, wo wir dann den Roadmap oder die Struktur und Themen für 2013 gemeinsam besprechen und definieren. Man muss sagen natürlich, dass in Deutschland die Bildungssituation im Vergleich zu anderen Ländern, wo wir auch aktiv sind, in Uganda oder in Indien, natürlich viel, viel besser ist. Ja, Mädchen haben natürlich Zugang zur Schule. Nichtsdestotrotz sehen wir in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, dass die Veränderung, die passieren muss, um mehr Gerechtigkeit zu bekommen, tatsächlich eine Veränderung ist, die mit Rollenmodellen zu tun hat. Und die Veränderung, die dort gebraucht wird, beginnt eigentlich in den Köpfen, nämlich zu denken, zum Beispiel, Mädchen können jede Art von Beruf ergreifen, auch technische Berufe, auch mathematische, wissenschaftliche Berufe. Und wenn wir ehrlich sind, sehen wir das in Deutschland auch noch nicht so ganz. Es gibt viele, traditionelle Rollenmodelle, auch das Bild der Mutter, ja. Auch das Thema, wie viel darf eine Frau arbeiten, wie sehr ist das Thema Teilzeit in der Wirtschaft akzeptiert, Teilzeit und gleichzeitig Führungskraft zu sein. Insofern hat auch Deutschland noch im Kopf zu arbeiten und Rollenmodelle zu überarbeiten, damit Frauen tatsächlich gleichberechtigt ihren Mann, wenn man so sagen will, stehen können. Oder anders gesagt, das mögen wir eigentlich lieber, weil es eine, finde ich, balanciertere oder mehr diverse Sicht auf die Gesellschaft ist, eben ausgeglichen zwischen Männern und Frauen ist. Und das ist der Sinn der Sache. Wir wissen aus vielen Studien, dass
der ideale Anfangspunkt dafür ist, bei sich selber ganz kritisch hinzugucken. Also an welcher Stelle traue ich mir selber bestimmte Dinge nicht zu, zum Beispiel, weil ich eine Frau bin. Oder erlebe ich das in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis und wirklich sozusagen im eigenen Raum, in der eigenen Familie, mit Brüdern, Schwestern, Freunden, diese Themen offen anzusprechen und auch Mut haben, sozusagen neue Wege zu denken. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die die Astraya-Stiftung einnimmt, wo wir sehr erfolgreiche Frauen aus aller Welt zusammenholen, um jungen Frauen Mut zu machen, um zu zeigen, zum Beispiel eine Jutta Kleinschmidt, die gemeinsam mit mir im Vorstand der Stiftung sitzt, die erste Frau, die die Rallye Paris-Dakar gewonnen hat. Ja, eine totale Männerdomäne, ja, Motorsport. Und mit solchen Frauen zeigen wir, dass es vollkommen korrekt ist und sogar zu großem Erfolg führen kann, wenn man bereit ist, für sich selber neue Wege zu gehen. Und diesen Mut kann, glaube ich, jeder machen. Man muss nur auch bereit sein, natürlich den Preis dafür zu bezahlen. Ja, wir reden bei Astraya von Female Leadern. Und was heißt es, ein Female Leader zu sein? Female Leader heißt in erster Linie eine Frau zu sein, dazu auch zu stehen. Aber Female Leadership heißt auch, Mut zum Erfolg zu haben. Und das heißt zum Teil natürlich mit Stereotypen zu brechen, aber natürlich auch mit einer Leidenschaft bei einer Sache zu sein, die man nur sozusagen aus dem eigenen Herzen heraus als richtig empfindet und nicht, weil sie von der Gesellschaft als richtig betrachtet wird.